Oh, you are live steht hier. Ja, dann gucken wir doch mal, ob schon jemand drin ist. Hallo, erstmal einen schönen guten Abend. Bis jetzt sind wir noch ganz Sind alleine. wir noch ganz allein? Allein? Ah, Ah, jetzt jetzt. geht's los. Also, Schön. wir wollen natürlich, wie immer, bevor es offiziell losgeht, kurz die Technik mit euch gemeinsam überprüfen. Die, die schon drin sind, geben uns mal kurz über den Chat Rückmeldung, ob Bild und Ton nachvollziehbar, hörbar, gut ist und so weiter und so fort. Oh, aus der Pfalz ist ja jemand dabei. Oberpfalz auch. Hamburg, Hunsrück, Ah, jetzt willst Eggestein. Schön, das haben Sie sich das letzte Mal scheinbar gemerkt. du. Ja, Toll, wir toll. lieben das, wenn wir sehen, woher denn die Einzelnen alle kommen. Das ist immer so schön zu sehen. Auch die Ist das Info, lange? ob ihr Wow. alleine dabei seid oder ob da so in Gruppen vor dem Bildschirm Aus sitzt. Waldorf auch ein Hallo. Nee, ein Hallihallo. St. St. Leon, Leon, schön, es wow. ist bei uns hier in der Nähe. Also es ist querbeet hier, Ja. wenn man es so Fritzlar, München, Berlin, Aschaffenburg, wow, Mallorca, So schnell, Brandenburg. So schön kann oder? man gar nicht lesen, wie hier die Post abgeht. Mallorca, wow, Zentralschweiz. Jawohl. Ja, es ist toll. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben ja noch, wir labern ja immer, bevor es richtig losgeht. Wir hatten eben schon gerade das Problem, wie stellt man die Kamera ein? Die Kamera war also so gestanden. Und dann sagte ich, wenn du besser ins Bild willst, was ist wichtig, ja, die Truse oder du? Und dann sagte Bärbel die Truse. Das war mir aber egal. Ich habe sie besser ins Bild geholt, weil ich fand es wichtiger. Ja, wie schön, danke. Holland auch, Ich wow. hab wieder Pluspunkte gesammelt. Habt ihr das gemerkt? Na, dann sammeln wir weiter. Ich meine, nur eine reicht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Wenn man verheiratet ist oder eine gute Beziehung haben will, dann muss der Mann jeden Tag 5 Punkte, Pluspunkte erarbeiten. Und hat er mal einen ganz guten Lauf und er arbeitet sich 25 Punkte an einem Tag, dann verfallen die nachts um 12 und man muss am nächsten Tag von vorne anfangen. Also es ist immer wieder während des Tagesgeschäfts Punkte zu sammeln für die Beziehung. Gilt nur Ja. für Männer übrigens. Ja, und je nach Jahre, ne? Ja, Also je nach da. Ja, in der gut. Also Anzahl. sieht sehr, sehr gut aus hier. Ja. Schwätzchen, wow. Sind auch schon einige drin. Wir haben 19 Uhr. Wir wollen wie immer pünktlich beginnen oder weitestgehend pünktlich beginnen. Es sind ganz viele Bekannte drin, wo wir uns immer sehr drüber freuen. Und es sind aber auch, so wie es aussieht, zwischendrin Namen, die uns nichts sagen, also neue. Und deswegen stell uns einfach mal vor, damit die Leute wissen, wer du bist. Ja, also ich bin Bärbel. Ich bin mit Günther seit 2008 aktiv mit Matrix in Form. Bin ich schon erschrocken, was es sagt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, geben die Zwei-Punkt-Methode immer noch mit Begeisterung und wir sind auch immer noch begeistert, was alles möglich ist. Mit dem Wissen, dass unsere Gedanken die Realität erschafft. Warum lachst du? Stimmt das nicht? Hilfe, ich bin seit 55 Jahren verheiratet und habe noch keine Punkte. Wow. Da Ja. hat er Glück gehabt, da hat ich gut erzogen. Ja, was kann man noch sagen? Webinare geben wir seit 2015 durch die Firma EduDeep. Und da könnt ihr auch dann sehen, wenn ihr jetzt mit der zwei Punkte nicht so bekannt seid, dass da ein kostenloses Webinar gibt, wo man sich anschauen kann. Zwei Grundkurse, Grundkurs 1, Grundkurs 2, die kosten allerdings was. Aber ein kostenloses Webinar gibt es dort auch, wo man sich einfach mal die Zwei-Punkt-Methode anschauen kann. Genau. Für alle, das Webinar wird wieder aufgezeichnet. Die meisten, die ja schon mal dabei waren, die wissen das. Man kann sich das danach dann anschauen. Björn hat die freigeschaltet. Es ist eine ganze Serie von Webinaren, die hier ansteht. Wir sind dem Björn auch da sehr dankbar für, dass er uns auch die Möglichkeit gegeben hat, über diese Plattform das mitzumachen und einfach die Zeit jetzt, wo alles so ein bisschen anders läuft als normal, zu nutzen, ja, damit wir was davon haben, ja, und uns macht's Laune, ja, und wir hoffen, dass wir natürlich mit unserem Beitrag für euch da auch ein bisschen die Zeit ja, verbessern können oder anders gestalten können. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Björn lässt noch eine Information, erstmal lässt er grüßen und dann hat er mich gebeten, kurz zu erwähnen, so wie es aussieht, klappt es jetzt, dass er sein rotes T-Shirt, wo auch das Logo drauf ist, jetzt dann bei
Digistore oder sowas über seine Plattform auch mit anbieten kann. Da gab es technische Probleme. Also wer da Interesse hat, einfach mal nachschauen oder sowas. Mhm. Ja, das Ding. Dann hat mich der Björn noch um was gebeten, und zwar bei seinem Webinar, vorausgesetzt, da sind welche dabei, die heute auch wieder dabei sind, hat er so eine Anregung gemacht, dass ihr übers Wochenende mal versuchen sollt, euch so gut wie es geht positiv auszurichten. Und da lässt er mich fragen, ob das jemand gemacht hat und wie ihr euch jetzt am Montag an dem Wochenende danach fühlt und vielleicht mal die eine oder andere Rückmeldung kurz in den Chat hineingibt. Ob da jemand überhaupt dabei war und ob es für ihn spürbar, emotional oder wie auch immer Verbesserungen gegeben hat. Wir haben eine kleine PowerPoint-Präsentation wieder zusammengestellt. Ich gehe meistens hier aus dem Hauptbild raus, weil wir zwei Bildschirme haben, werde mich ab und zu melden und am Schluss mache ich dann auch wieder eine schöne Übung. Ach ja, stimmt, dann machst du ja noch eine Übung. Mhm. Na gut, dann bleibst du jetzt noch da oder gehst du aus dem Bild? Ich gehe aus dem Bild und wir können, denke ich, starten. Ne? Warte mal, kommt noch was? Das gestern habe ich aber heute ausgeholt. Klappt beides gehen, okay. Hat geklappt, fühle mich besser. Gut, also immerhin schon mal zwei. Ja, das sind ja so Anregungen. Wir werden auch heute da wieder kurz drauf eingehen. Bärbel hat da was Wunderschönes vorbereitet für nachher. Unseren Abend steht ja immer unter dem Aspekt aktuelle Zeitqualität. Das heißt also, im Prinzip sammle ich so über die Woche hinweg ein bisschen die Informationsthemen und schaue, wie ist die Energie und wo kann ich drauf eingehen. Das ist also kein lang vorbereitetes Webinar, sondern es ist inhaltlich gesehen jetzt abgestimmt darauf. Und da ist mir etwas aufgefallen in dieser Woche, weil ich auch mehrmals darauf angesprochen worden bin. Zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Motivation, irgendetwas zu machen. Ich fühle mich runtergezogen, ich fühle mich ausgelaugt, ich habe keinen Antrieb, irgendetwas zu machen, ich hänge mehr im Sessel rum als irgendwo anders, also irgendwo fehlt da was. Und genau das ist eigentlich das Thema, wo wir mit ansprechen wollen heute. Wir sind so zurückgeworfen auf uns, dass hier ganz viele die Problematik haben mit der vielen, vielen Anführungsstriche Zeit, die man zur Verfügung hat, sie so einzuteilen und so zu richten, dass es einen sinnvollen Tagesablauf gibt. Wir nehmen uns da nicht raus, dass wir uns richtig verstehen. Auch wir sind ja auf uns zurückgeworfen, mehr denn je, weil wir sonst ja gerne mit Seminaren aktiv sind. Aber wir haben einen großen Vorteil. Wir sind seit Anfang der 80er Jahre selbstständig. Das heißt also mittlerweile einige Jahrzehnte. Und da wir immer ein Kleinbetrieb waren, also ohne große, sagen wir mal, Personal- oder Umfeldgeschichten, war immer eins im Vordergrund gestanden. Wir mussten uns jeden Tag aufs Neue einstellen, motivieren, den Tag so zu gestalten, die Aufgaben selber sich zu stellen und dementsprechend abzuarbeiten, weil es gibt ja oder gab niemand, der zu uns gesagt hat, heute müsst ihr das machen oder das machen. Und ganz viele sind aber eher gewohnt, dass man ihnen sagt, was sie zu machen haben, beziehungsweise sie haben durch ihre beruflichen Aktivitäten oder sonst, wie sie eingespannt sind, immer so einen Tagesablauf, so einen Zeitplan, und da ist man dann beschäftigt. Ja, und wenn der Zeitrahmen wegfällt und man auf einmal zeitlos ist, in Anführungsstriche, dann muss man selber schauen, wie es wird. Und da passieren dann manchmal Dinge, da geht es auch ums Homeoffice zum Beispiel. Ich bin der Meinung, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich bin der Meinung, dass Menschen, die vorher nur in einer Firma aktiv waren, also an einem Arbeitsplatz aktiv waren, im Büro oder was auch immer, die jetzt zurückgeworfen werden auf Homeoffice, dass die ein Umstellthema haben, damit zurechtzukommen. Und da kann ich einen kleinen Tipp geben von uns aus. Wir haben ja auch da, wo wir wohnen, in dem Mehrfamilienhaus, haben wir unsere Wohnung und auch unser Büro separat mit separatem Eingang. Und wenn wir ins Büro gehen zum Arbeiten, dann sind wir immer ordentlich gekleidet. Das heißt also, wie wenn wir zur Arbeit gehen würden außer Haus. Das hat etwas mit einer Konditionierung zu tun. Das hat etwas mit einer inneren Haltung und Einstellung zu tun. In dem Moment, wo ich mich normal, wie ich ins Büro gehen würde, anziehe und an meinen Arbeitsplatz gehe, komme ich mit einer anderen Haltung zu meiner Arbeit und kann entsprechend mich viel schneller einfühlen auf das, was ansteht, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Hausanzug, im
oder wie auch immer, etwas nachlässig gekleidet, in Latschen umgekämmt oder wie auch immer, am Arbeitsplatz sitze. Oder was man auch schon gesehen hat, nackig, ne? Ja gut, das war ja mehr ein Scherzvideo oder sowas. Ja, das bedeutet also, für sich selber eine gewisse Haltung einzunehmen, mit Kleidung auch normal gut auszusehen und dann zu sagen, okay, jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt kann ich mich darauf einstellen. Das ist nichts anderes wie eine Konditionierung, ja, dass wir uns da richtig verstehen, damit man für sich selber Klarheit hat, wie alles geht. Okay, so, haben wir hier was im Chat drin? Viele Nachrichten, es klappte gut, es klappte weniger, machen Übungen. Okay. Ich denke, es kommt auch viel darauf an, wie man drauf ist. Mhm. Selbst, gut, ne? Dann gehen wir jetzt halt auf die PowerPoint. Mhm. Unten. Da. Genau. So, jetzt seht ihr mich nur noch klein und wir haben eben erst, wo wir schon vom Bildschirm gesessen sind, festgestellt, dass jetzt mein Hemd dieses Muster da bringt, dieses ja, verwaschen, ne? Aber ich bin ja noch klein im Bild, insoweit ist es ja alles nicht so schlimm. Gut, wir wollen uns wieder energetisch einstellen. Für alle, die neu dabei sind und die Zwei-Punkt-Methode so noch nicht kennen und beherrschen, kleiner Tipp, wir fühlen in die Hände hinein, suchen uns zwei Punkte und in dem Moment, wo ich dann auf drei zähle, ja, lassen wir mental los und dieses mentale Loslassen kann man mit einem kleinen Trick bewirken, indem man bewusst und betont ausatmet. Und damit kriegt man eine Gedankenlücke und kann dementsprechend die Energie besser zum Fließen bringen. Wer da mitmachen möchte, macht bitte mit. Und die sowieso wissen, wie die Zwei-Punkt-Methode geht, da bin ich darum auch mitzumachen, sodass wir einen viel besseren Ansatz bekommen. Jetzt gehen wir doch nochmal ins große Bild. Okay, und Stopp, rot, rechts. Rot, da, genau, bumm. So. Ja, ich hätte die Bitte, wer mitmachen möchte, einfach mal aufzustehen. Absichern? Absichern meinen wir, Sessel, Couch, Stuhl im Rücken zu haben, für den Fall, dass sich jemand schnell setzen möchte. Geht aber auch im Sitzen, wer denn nicht stehen kann, gell? Ja, wer im Sitzen mitmachen will. Also im Stehen ist es am Anfang besser, die Energien ins Fließen zu bringen. Deswegen machen wir es gerne im Stehen. Okay, wir machen die drei Energiefeldöffner fürs Energiesystem, damit wir einen besseren Austausch damit haben. Dazu legt man bitte eine Hand in den Nacken, die zweite Hand ans Ende der Wirbelsäule, füllt in beide Hände hinein. Absicht ist öffnen und auf drei mental loslassen. Eins, zwei, drei. Hände lösen. Als zweites machen wir die Vorderseite des Energiefelds auf. Dazu bitte einen Finger quer unter die Unterlippe legen. Links oder rechts spielt keine Rolle. Also zwischen Unterlippe und Kinn. Zweiter Punkt ist im Schritt. Auch hier haben wir wieder die Absicht öffnen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hände lösen. Und beim dritten Öffner, die Hand, links oder rechts, spielt keine Rolle. Wenn ihr den Daumen abgespreizt habt, so offen habt, sieht man es nicht. Aber in dem Moment, wo man den Daumen anlegt, an den Zeigefinger, entsteht in der Verlängerung eine Falte. Und am Ende der Falte bitte den Finger auflegen, der anderen Hand, ohne Druck einfach auflegen und Richtung die Hände gegen Körper öffnen. Auch hier Absicht öffnen auf 3, 1, 2, 3. Hände lösen. Jetzt haben wir uns geöffnet fürs Energiefeld. Jetzt machst du wieder die PowerPoint bitte an. Mhm, mal gucken. Da drauf gehen. Unten. Oh, ja, ja, ja. Du musst öfters üben. Wieder, neu angelehnt. Ja, wir müssen dazu sagen, das ist hier eine ganz andere Plattform. Ne, bitte zurück. Das ist eine ganz andere Plattform, wie wir sie bei EduTip haben. Das ist immer ein bisschen Umstellung mit allem drumherum. So, wir haben jetzt uns geöffnet und jetzt wollen wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden. Das sind die fünf Sätze dazu, die ich hier vorstellen habe. Wir machen das noch im Stehen. Ihr macht mal eins, ihr nehmt jetzt mal eure Hände, sucht euch zwei Punkte am Körper und lasst die Hände da liegen. Fühlt schon hinein. Ich lese die Sätze laut vor und ganz zum Schluss, wenn ich den fünften Satz habe, lassen wir eine gemeinsame Welle laufen. Also fühlt in die Hände hinein. Jeder für sich. Ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst.
Ich öffne mich meinem höheren Selbst. Ich stelle mich auf mein höheres Selbst ein. Ich hebe jede Phasenverschiebung auf. Und ich aktiviere den Energie- und Informationsfluss. Auf 3, 1, 2, 3. Hände lösen. Also, eigenes Energiefeld, Anbindung an unser höheres Selbst. Und das wollen wir jetzt noch optimieren, indem wir es synchronisieren. Dazu nochmal 2 Punkte am Körper einnehmen mit den Händen. 1, 2. Ich öffne das Energieportal 23, die Synchronisation, um mein Energiefeld mit meinem höheren Selbst zu synchronisieren. Auf 3, 1, 2, 3. Hände lösen. Danke, ihr dürft euch erstmal setzen. Es geht einfach darum, dass wir für uns, ja, gehen wir auf den Chat, dass wir für uns jetzt in einer Mitte sind, in einer Haltung sind, einer Anbindung sind, wo die Energien besser fließen können. Bei allem, was wir tun, vollkommen losgelöst, wie unsere persönlichen Meinungen zu irgendwelchen Themen sind, welche Ausrichtung wir haben, wie alt wir sind, wie gesundheitsmäßig wir unterwegs sind. Bei allem, was wir tun, geht es immer nur um eins, um euch. Es geht nicht um mich und meine Wahrheiten oder um das, was ich euch erzähle. Es geht darum, wie empfindet ihr es für euch? Wie können wir es für euch übernehmen oder auch nicht übernehmen und entsprechend damit arbeiten? Es gibt nämlich so, ich habe doch gesagt, die dürfen sitzen. Okay, lesen, bin ich da. Also ich sage es nochmal, ihr dürft sitzen. Das heißt also, es geht um etwas ganz Wichtiges. Wir haben gerade in der jetzigen Zeit das große Problem, dass sich ganz viel verändert. Und da gibt es so eine alte Nummer, die kenne ich schon seit meiner Kindheit. Da hat es geheißen, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe heißt, wenn ich es nicht weiß und ich mache einen Fehler, muss ich mit der Konsequenz leben. Und das können wir auch übertragen auf das, was in der aktuellen Zeit gerade passiert, nämlich wir haben eine hohe Schuld, was Information angeht. Und da sind wir leider überwiegend so konditioniert durch die Mainstream-Medien, durch die allgemeinen Fernsehradio- und Zeitungsgeschichten, dass man uns einseitig etwas vorführt. Und wenn wir keinen Blick über den Tellerrand hinaus machen, dann sind wir konditioniert und manipuliert. Und wir haben aber für uns die hohe Schuld, uns breit gefächert dazu informieren. Es ist ein bisschen Arbeit, es kostet Energie, aber es bringt uns auch in unsere Eigenverantwortung hinein. Und über die Eigenverantwortung können wir unsere Wahrheit finden. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Aussagen von Dritten oder von irgendwelchen Institutionen, sondern um uns geht und das, was für uns wichtig ist. Ja. Das ist eine Frage, was ist Phasenverschiebung? Level 3, Matrix in Form, da wird es genau erklärt. Komm jetzt. Also, Phasenverschiebung ist ein Begriff aus der Technik. Wenn man mal in der Mathematik sich mit Sinus und Cosinus beschäftigt hat, dann ist der Sinus zum Beispiel eine Positiv-Negativ-Welle und der Cosinus ist 90 Grad phasenverschoben. Das heißt also, dort, wo der Sinus beginnt, an der Nulllinie, beginnt der Cosinus oben bei 90 Grad. Diese Phasenverschiebung heißt, die Signale laufen nicht übereinander, sondern sie addieren sich entsprechend. Nein, das schreibt die Monika bestimmt. So, ich bin drinnen. Ja, ich bin drin, dann habt ihr kein Internet. Hallo, ihr Lieben. So, ich hoffe, ihr hört jetzt mich. Hier ist der Björn. Bei den Eltern ist das Internet ausgefallen. So, jetzt hören Sie Björn, genau. Jetzt hören Sie mich alle hier. Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade meine Eltern am Telefon. Bei denen scheint das Internet ausgefallen zu sein.
Ich bin jetzt natürlich voll vorbereitet und so, also ihr könnt mich schon mal hören. Jetzt, wir können eins machen. Ihr habt jetzt immer noch kein Internet, ja? Nein. Hört ihr meine Eltern hier über das Telefon? Sag mal was, mein Vater? Ja, ich kann ja reden. Mal sehen, ob sie mich hören. Ich probiere jetzt gerade noch mal was anderes hier. Aber das scheint auch der Browser zu sein, der hier nicht geht. Also es ist toll. Es ist toll. Okay, also ihr könnt auch keine andere Webseite öffnen wahrscheinlich, ja? Warte mal, ich probiere gerade einen anderen Browser aus. Ja, aber könnt ihr denn irgendeine Internetseite öffnen? Pass auf, ich habe jetzt ein Login. Ja doch, wir können andere Internetseiten momentan öffnen. Ja, okay, dann machen wir es jetzt so. Probieren wir den anderen Browser und ansonsten halte ich euer Mikro hier hin und ihr müsst, ich klicke halt weiter, wenn er zur nächsten Folie geht. Das ist spannend. Er macht gerade einen Speedtest hier bei mir und irgendwas klappt da generell nicht. Okay. Okay, also. Hören mich denn alle hier? Also ich glaube, ja, die hören dich. Ja, du bist gut zu verstehen, schreiben sie. So, also, okay. Wir müssen es dann halt improvisieren und ich gehe hier die Sliden weiter. Ich habe hier gerade die Folie Ich bin. Ich verbinde mich mit meinem Hören selbst. Ja. Das haben wir hinter uns. Gehen wir auf die nächste Folie. So. Okay, warte mal, ich bin wieder drin. Werde, warte mal auf. So, hört ihr und seht ihr mich wieder? Also ich habe ein schwarzes Bild von dir. Ja, jetzt bist du auch im Bild. So, jetzt sag mal was. So, ja, okay, also wir haben hier wieder Zugang zu allem und jetzt, aha. Anscheinend hört man und sieht man uns wieder. Super. Oh, schön, dass du zu Hause warst. Ja. Ja. Ich überlasse euch mal wieder das Feld, ja? Gewesen ist, das hat uns also das Internet zusammengehauen und jetzt sind wir wieder aktiv. Also können wir weitermachen. Ja, bist du jetzt wieder draußen oder bist du noch bei uns irgendwie? Also ich bleibe mal drinnen hier, falls es nochmal ausfliegt, höre zu und lass euch laufen. Gut, also ich bin bereit, wenn irgendwas ist. Ich habe jetzt nur hier auf einem anderen Monitor. Wenn was wäre, wäre ich da und keep the room und halte die Schlange und übernehme kurzfristig und dann könnt ihr wieder reinspringen, wenn es wieder geht. Alles gut. Wir gehen jetzt davon aus, dass es nahtlos funktioniert bis zum Schluss. Das letzte Mal, wer dabei war, weiß ja, dass wir zum Beginn des Problems des Reinkommens hatten. Ja, jetzt diesmal sind wir mittendrin rausgeflogen. Also gut. Dauert immer ein bisschen, weil ich habe dann unser ganzen Dings zurückgesetzt hier. Ja, okay, schauen wir mal. Also, was haben wir eigentlich gemacht oder wollen wir machen? Wir haben kurz über die fehlende Motivation gesprochen, wie man sich da ein bisschen ausrichten kann, damit es besser wird. Wir wollen heute noch über die Komfortzone sprechen. Dann machen wir eine Übung mit Herzöffnung und dann geht es um die generelle Ausrichtung. Und je nachdem, ob wir noch ein bisschen Luft haben, habe ich noch ein Thema im Hintergrund. Ja? Wir freuen uns natürlich, dass jetzt nicht so viele ganz ausgestiegen sind aus der Nummer, sondern dass ihr erstmal alle noch voller Geduld gewartet habt, sodass wir den nächsten Schritt machen können. Komfortzone. Schauen wir uns mal was an. Immer auf die nächste Folie, bitte. Aha. Jetzt geht's wieder los. Mal gucken, ob es war. Also da gehen wir drauf. Next. Genau. Okay. Das ist der Satz, der gerne im Hintergrund mitspielt und mitschwingt. Ich bin mir in jedem Augenblick meines wahren Wertes bewusst. Diesen Satz solltet ihr für euch innerlich bei euch tragen und immer wieder auch mit Energien anreichern. Es geht um euren Wert, ja, und dass ihr euch dessen bewusst seid und entsprechend danach auch handelt und nicht jeder Gleichheit, die von außen kommt, dagegen kämpft oder was auch immer oder euch unterjochen lasst oder sowas. Ja, jetzt habe ich auch wieder den Faden gefunden. Bevor das Internet ausgefallen ist, habe ich gesagt, wir haben eine Hohlschuld, was Informationen angeht. Wir sollten also über den Tellerrand hinaus schauen und sollten uns entsprechend nicht nur aus den gängigen Medienkanälen informieren, sondern wir sollten auch mal anderes anhören. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, zu sagen,
der oder das ist richtig, sondern es geht darum, verschiedene Perspektiven und Blickwinkel zu sehen und zu hören, damit man auch ein Gefühl für die Sache bekommt und nicht einfach einseitig ausgelastet dahin denkt und alles automatisch übernimmt und akzeptiert, was einem da vorgesetzt wird. Die Mainstream-Medien, das kann man jetzt beobachten, fangen an unterschiedlichen Stellen nicht mehr einheitlich etwas zu präsentieren und in die Öffentlichkeit zu bringen. Konnte man sehen, dass jetzt innerhalb kürzester Zeit zweimal die Bild-Zeitung Artikel gebracht haben, die nicht mehr dem entsprachen, was unsere Politiker von oben runter vorgegeben haben oder wer auch immer das vorgibt, sondern auf einmal auch einen anderen Blickwinkel reinbringen. Und Bild-Zeitung im Hintergrund, da war dann noch das Manager-Magazin dabei und ich glaube Spiegel oder Stern war auch noch dabei. Die fangen an, langsam sich in ihren Ansichten zu verändern und mal auch was anderes zu berichten. Und zu hinterfragen, weil bislang ist es ja so in den Medien, alles, was nicht der vorgegebenen Meinung vorherrscht oder bestätigt, ist Verschwörungstheorie, ist falsch, ist warum auch immer, nicht sollte man nicht wissen, deswegen zensiert ja YouTube mögliche Filme und Informationen, WhatsApp hat seine Verbreitung eingestellt, beziehungsweise man kann immer alles auf einmal posten und so weiter und so fort. Das heißt also, wir sollen hier möglichst wenig Infos von außen bekommen, die vielleicht mehr der Wahrheit entsprechen. Und alle, die mich kennen, die kennen meinen Spruch, jeder will die Wahrheit, doch keiner will sie hören. Bedeutet, wir sollten zu uns stehen, bei uns sein und auch unsere Wahrheit haben und nicht einfach ungeprüft Dinge übernehmen, die uns andere erzählen. Gehen wir auf die nächste Folie. Ich möchte heute, wie gesagt, mit der Komfortzone uns mal auseinandersetzen. Komfortzone ist ein Bereich in unserem Leben, den wir uns selbst erschaffen haben. Und deswegen auf die nächste Folie. Und das bedeutet letztendlich, wir sind in der Mitte unserer Komfortzone, weil wir haben uns das so gestaltet, dass wir in der Mitte drinne sind. Das betrifft Privatleben, Berufsleben, wie wir unsere Freizeit verbringen, was wir essen, was wir trinken, wie wir uns verhalten, mit wem wir uns treffen. Also alle Aspekte des Lebens bilden unsere Komfortzone. Und solange hier alles in Ordnung ist, gehen wir davon aus, dass es vermeintlich gut ist. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Unsere Komfortzone wird von außen beeinflusst, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das sehen wir ja momentan extrem. Wir sind in unserer Komfortzone dahingehend beeinflusst, dass wir auf einmal Kontaktsperren haben. Wir haben eine Desozialisierung in Deutschland, dass Geschäfte geschlossen sind, dass viele Aktivitäten nicht mehr erlaubt sind. Wir dürfen unsere Verwandten, die im Altersheim leben, nicht mehr besuchen. Wir dürfen im Krankenhaus niemand besuchen. Die Kinder dürfen nicht in die Schule. Das wisst ihr alles, muss ich euch nicht alles nochmal aufzählen. Aber es ist ein Einfluss in unserer Komfortzone. Und da möchte ich mal auf etwas kommen, deswegen die nächste Folie. Wenn ihr euch erinnern könnt, es gab mal Firmen wie die Firma Quelle oder die Drogerie, den Schlecker. Und die Angestellten, die dort beschäftigt waren, Quelle hatte, glaube ich, 40.000 Mitarbeiter und Schlecker um die 20.000 oder umgekehrt, ist vollkommen wurscht, denen hat man lange Zeit immer etwas erzählt, wir müssen mehr arbeiten fürs gleiche Geld oder wir kriegen Boni gestrichen oder der Urlaub muss verkürzt werden, damit die Firma weiter am Leben bleibt. Man hat also auf unterschiedliche Arten schrittweise die Komfortzone im Berufsleben beeinträchtigt, kleiner gemacht, enger gemacht. Und dann gibt es Menschen, die sagen, naja, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Und harren aus der Dinge, die da auf sie zukommen. Das heißt, sie bewegen sich nicht, obwohl ihre Komfortzone immer kleiner geworden ist. Bis irgendwann der Punkt erreicht war, innerhalb dieser Firmen, dass sie zahlungsunfähig waren und Insolvenz angemeldet haben und man auf einmal über Nacht gar kein Einkommen mehr hatte und auf der Straße stand. Übertragen wir die ganze Geschichte Komfortzonenbeschneidung ins Dritte Reich hinein. Dort hatten wir ebenfalls die Situation, dass immer mehr, nehmen wir mal einfach die Menschen, die damals
als Juden hier waren. Sie haben sich kennzeichnen müssen, sie dürften ihre Geschäfte nicht mehr machen. Sie wurden aus den Wohnungen vertrieben, in Ghettos reingebracht, bis letztendlich irgendwann Tod erfolgt ist. Und viele haben mitgemacht und haben sich widerstandslos in die Kammern führen lassen, zumindest überlieferungsmäßig. So, gucken wir mal in die DDR. DDR durfte nicht überall hinreisen, aber sie durften wenigstens noch in den Ostblock reisen. Sie waren in ihrer Freiheit eingeschränkt, in ihrer Komfortzone beschnitten. Sie hatten zu essen, sie hatten in der Regel Beruf, sie konnten sich mit Freunden treffen, sie hatten also ein ganz anderes Leben. Trotzdem waren sie der Meinung, hier im Westen, in der BRD, ist alles besser, schöner und weiter und man lebt in der Freiheit. So, gehen wir in die BRD, in unsere jetzige oder noch, sagen wir mal, zum Dezember, Januar vorherrschende Komfortzone. Wir konnten unser Beruf nachgehen, wir konnten reisen, wo wir wollten, wir konnten uns treffen, wann wir wollten, wir konnten in Restaurants gehen, wann wir wollten. Wir hatten eine sehr komfortable Komfortzone. Und über Nacht hat man sie uns massivst beschnitten. Massivst, berechtigt oder unberechtigt, lassen wir dahingestellt sein. Da können wir drüber diskutieren, aber einfach mal hinfühlen. Man hat von außen beschlossen, dass wir viele Dinge nicht mehr machen dürfen. Und jeder ist in dem Moment auf sich zurückgeworfen gewesen. Am Anfang ist man noch der Meinung, ja, man kann ja noch was Gutes tun, ja, bis man vielleicht anfängt zu merken, dass es gar nicht gut ist, was da läuft. Und man, ja, kannst du machen. Und man auf einmal feststellt, hoppla, ja, da laufen Dinge auf einmal, die mich in meiner Komfortzone, in meiner Lebensqualität massivst beschränken, einengen. Und das mittlerweile einige Wochen und wenn es so weitergeht, einige Monate. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, es ist weitestgehend unberechtigt. Und jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt und da muss auch jeder für sich immer überlegen, ob er das machen will oder nicht machen will. Ja, will ich das akzeptieren oder warte ich, bis es überhaupt nicht mehr geht? Und da gibt es ja einen schönen Begriff, der nennt sich notwendig. Und es gibt Menschen, die handeln nach Notwendigkeit, das heißt, bis das die Not sie wendet, bis es nicht mehr anders geht. Die Frage ist, wie viel wir uns gefallen lassen müssen, bevor wir uns beginnen zu bewegen. Komfortzone ist eh schon klein und recht eingeschränkt. Inwieweit wollen wir dementsprechend uns auf die Hinterfüße stellen und gucken, dass sich was ändert. Muss jeder für sich entscheiden. Ich rufe hier nicht auf zur Meuterei oder sonst irgendetwas, sondern in erster Linie ging es mir darum, dass ihr einmal drüber nachdenkt, was da gerade passiert und ob es berechtigt ist und entsprechend Gegenmaßnahmen einleitet. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch eine Bewusstseinsformel machen. Wolltest du was sagen? Ja, darf ich mich mal ganz kurz einklinken? Ich war ja am Samstag mal kurz in Heidelberg, während es keine Demonstration gab, sozusagen. Und es war hochspannend, also, dass sich einzelne Menschen außerhalb eines abgesperrten Bereichs in einem mit Kreide eingezeichneten Quadrat gesetzt haben. Also Abstand pur. Zwei davon haben meditiert. Und die Stadt hat also das zu Veranstaltungen erklärt und das verboten, dass die da sitzen. Also es ist so total, mit Verweis auf die Corona-Pandemie, Corona-Verordnung, dass das eine Veranstaltung ist und die aufzulösen sei. Wobei, die saßen ja mit Mindestabstand allen dort. Also es war sowas von blem, blem, ja, und auch total friedlich. Und es waren 5, 6 Leute, die so saßen. Der Rest stand einfach ganz unbeteiligt auf dem Platz. Und als ich dann den Pressesprecher der Polizei, ich habe einen Presseausweis gefragt, habe mal, was das jetzt sollte. Ja, die Stadt hat das als Veranstaltung deklariert und deswegen war das aufzulösen, weil das eine unerlaubte Veranstaltung war. Ich sag, aber, Versammlung, hat er gesagt. Versammlung, habe ich gesagt. Wie soll denn das eine sein? Da sitzt einer im Quadrat. Was soll daran Versammlung sein? Einer. Ja, das saßen ja mehrere nebeneinander. Also es ist einfach sowas von blemblem und unlogisch. Entschuldigung, ja, wollte ich da gerade ergänzen. Danke, es ist halt die Interpretationssache, ne? Also vom wichtigen Part ausgehend hier, wir haben ein Energiefeld für uns, Punkt 1. Dieses Energiefeld ist in einer Komfortzone drin.
Das können wir ausfüllen. Und der erste und wichtigste Schritt, dass wir da bei uns energetisch gut geladen sind, also in die richtige Richtung gehen, damit wir auch energetisch von außen nicht so leicht angreifbar und manipulierbar sind. Und ob wir da was dagegen tun können, gegen diese Maßnahmen, als erstes mal schlau machen, ist das überhaupt rechtens, was hier stattfindet, und sich eine Meinung darüber bilden, ob das richtig ist, weil die Frage war ja, kann ich was dagegen tun oder was soll ich dagegen tun? Und vor allen Dingen immer wieder und jeden, der euch beschränkt, ob das jetzt Polizei ist oder Politiker oder Menschen aus eurem Umfeld, dann einmal klar zu sagen, eure Haltung auch dazu zu geben. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel. In der DDR wusste man, dass man denunziert wird, wenn man nicht aufpasst. Hier rufen die Politiker auf, dass man seinen Nachbarn denunziert, wenn er die Regeln nicht einhält. Das nennt sich dann freie Gesellschaft. Und dann gibt es so Bekloppte, die das auch noch machen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dann zeigt seinen Nachbarn oder seinen irgendjemand an, ja, um irgendwie gut dazustehen bei den Behörden. Das muss man sich einfach mal überlegen, ob das ein guter Umgang untereinander ist. Ja? Oder ob man nicht die Entscheidung jedem selber überlassen sollte, wie er sich verhält, solange ich persönlich keinen Nachteil davon habe. Ja? Okay, gut. Meine Frau hat gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich gesagt habe, es gibt Bekloppte. Oh, hast du das gemerkt? Okay, wir wollten eine Bewusstseinsformel machen. Und da geht es um die sogenannte Phantom-DNA. Und Phantom-DNA, für die, die das nicht wissen, um was es da geht, ist ein Begriff, den russische Forscher geprägt haben. Die haben nämlich etwas festgestellt. Die haben einen Raum genommen, der leer war, also energetisch auch leer war, haben die Photon- und Quantenverteilung gemessen, die da willkürlich chaotisch war, haben dann in den Raum DNA-Material hineingebracht, wieder gemessen, da haben sich dann die Photonen und die Quanten formiert zu einer DNA-Struktur, soweit noch gut, und dann hat man die DNA-Struktur rausgenommen aus dem Raum. Und siehe da, die energetische Strukturen der DNA blieben erhalten. Das heißt, die DNA hat energetische Spuren hinterlassen, was wiederum bedeutet, wir hinterlassen immer und überall energetische Strukturen, wenn wir irgendwo waren und alle anderen Menschen aber auch. Und wenn wir das jetzt auf unser Energiefeld beziehen, dann haben wir durch unser Leben, durch unsere DNA, natürlich in unserem Umfeld, direkt im Energiefeld, auch viele DNA-Strukturen. Und die lösen sich jetzt nicht sofort auf, bloß weil ich einen anderen Gedanken habe oder ein anderes Gefühl habe, sondern sie repräsentieren meine Gedanken, meine Gefühle, meine Angst oder was auch immer, indem sie nachhaltig in meinem Feld vorhanden sind. Was wiederum bedeutet, das, was in meinem Energiefeld drin ist, das strahle ich auch aus und erzeuge Resonanzen. Und deswegen gibt es die Bewusstseinsformel Phantom-DNA. Da wollen wir jetzt hergehen und wollen euer Energiefeld von dieser Phantom-DNA klären und reinigen, sodass sich das, was ihr neu an Gedanken und Gefühlen habt, leichter zum Ausdruck bringen kann. Dazu mache ich dich wieder groß. Kann man machen, ja, musst du nicht. Nein? Nee. Ihr sitzt und im Sitzen bitte nicht die Beine und Hände verschränken, sondern entspannt da sitzen. Nicht den Text folgen wollen vom Kopf her, sondern euch einfach drauf einlassen und wirken lassen. Und ganz zum Schluss zähle ich wieder auf drei und dann machen wir eine gemeinsame Anbindung oder Welle, wie wir hier intern sagen, um das zur Wirkung zu bringen. Okay, ihr seid bereit. Kraft meines schöpferischen Bewusstseins, dass ich bin, und Kraft der allumfassenden universellen Liebe, die wir sind, öffnest und aktivierst du das Energieportal 6, die geistige Macht, und ordnest ab sofort an. Jede Art von Phantom-DNA in deinem Energiefeld, die durch Zellerneuerung entstanden ist oder entsteht, zu transformieren und in allen deinen Energiekörpern eine immerwährende energetische Reinigung aktiv wirken zu lassen. Die transformierte DNA ist für alle ihre Aufgaben aktiviert und dient der Reparatur,
Schutz, Stärkung und Stabilisierung deiner Aura und deines Energiefeldes. Jedes von dir selbst erschaffene und begrenzende Elementar und jeder Dämon ist neutralisiert und aufgelöst. Jedes Wesen, astrale Energien, verstorbene Seelen, anhaftende Seelenanteile und astraler Müll sind für alle Zeit aus allen deinen Energiekörpern entfernt. Alle Implantate, die deine Entwicklung und Bewusstwerdung behindern oder blockieren, sind neutralisiert. Du dankst dem Licht und dem Lichtwesen, dass alle entstandenen Lücken und Freiräume mit bedingungsloser Liebe aufgefüllt werden. Energieportal 6, die geistige Macht, ist, solange es erforderlich ist, in allen deinen Energiekörpern aktiviert und wirkt als andauernder Schutz vor allen Angriffen aus dem menschlichen und kosmischen Umfeld. Möge das geschehen, was zum Wohle und Nutzen aller ist. Du liebst und du segnest dein ganzes Sein, jetzt und für alle Zeit. Sucht euch bitte zwei Punkte am Körper. Und auf 3, 1, 2, 3. Hände lösen. Das ist eine Bewusstseinsformel, wie sie in unserem Buch drin ist. Matrix in Form, die Bewusstseinsformeln. Jetzt Standard in der Du-Form. In dem Buch, das man zu kaufen bekommt, ist alles in der Ich-Form, weil die Bewusstseinsformeln idealerweise in der Ich-Form auch gesprochen werden selbst sollen, also selbst für sich gemacht werden sollen. Geht natürlich, wenn ich sie für euch lese, so nicht. Deswegen lese ich sie in der Du-Form, damit es sich auch aktivieren kann. So, was haben wir denn als nächste Folie? Dann muss ich Slides. Genau, Next. Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich bin also ein bisschen aus dem Takt gekommen. Soll ich dich dann jetzt groß machen, oder? Gehen wir Folien zurück. Noch eine. Ja, sag mal. Genau. Jetzt bin ich wieder an der Spur. Wir wollten die Herzöffnung nämlich machen. Also noch einmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit der Komfortzone und mit dem Loslassen und mit dem Neuorientieren und allem drumherum. Es gab mal eine Zeit, da haben die Jugend die Alten gefragt, wieso konnte das im Dritten Reich passieren, wieso habt ihr das alles zugelassen? Unsere Kinder, Kindeskinder oder Nachkommen werden in 30, 50 oder 70 Jahren auch fragen, wie konnte es so weit kommen, wieso habt ihr das alles zugelassen, was man euch heute zumutet. Denkt mal darüber nach, ja, weil das ist die Herausforderung unserer Zeit. Ich habe natürlich diesbezüglich eine positive Meinung. Wir leben in dieser Zeit, weil sich Schwingungserhöhungen ergeben. Die Wahrheiten kommen ans Licht, die Dunkelheit wird zurückgedrängt und die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, ist, dass sich das Dunkle noch massivst wehrt, aufzugeben, was sie über Jahrtausende hin sich erarbeitet haben. Nur, es geht vorbei. Wenn wir dann auch noch uns ausrichten, indem wir uns herzmäßig öffnen und auch positive Ausstrahlung haben, das, was ja Björn oder die anderen Coaches und Redner in den Webinaren mit euch ja teilweise auch machen, dass wir eine liebevolle, eine Akzeptanz, eine dankbare, eine wertschätzende Energie ausstrahlen. Je mehr Menschen das tun, desto effektiver und schneller wird dieser Wandel stattfinden und sich das Dunkle, Manipulative und Niederdrückende verschwinden. Ich kann euch keine Zeitangabe machen, ob das jetzt eine Woche dauert oder noch ein Jahr, aber je mehr wir aktiv sind, desto besser kann man es umsetzen. Deswegen machen wir eine kleine Übung im Stehen und du kannst mal auf den Chat gerade gehen. Wer möchte, geht wieder ins Stehen. Die Übung, Herzöffnungsübung, kann man körperlich unterstützen. Wer bei dem ein oder anderen Webinar von uns schon dabei war, weiß, dass wir bevorzugt auch die aufrechte Haltung gerne machen, auch den Kopf hoch dazu.
Und jetzt bei dieser Übung geht es darum, dass wir das Herzchakra ganz bewusst aktivieren wollen. Was willst du machen? Soll ich dich groß machen? Nö, Günther, wo bist du? Ich bin da gerade gefragt. Ganz unten im Kleinen. Dann musst du die Dinge ausmachen. Die gehst du hier auf Slides. So, jetzt gehst du auf Stopp. Jetzt ist Kern dabei. Dann mach den mal weg. Hier? Keine Ahnung. Na, ist egal, da bist du auf jeden Fall schon. Jetzt hat er sich weggedrückt. Okay. Jetzt bin ich groß. Und Bärbel ist auch da, siehst du? So halber da. So halber da. Gut. Jetzt im Stehen. Ich sitze allerdings, sonst gehe ich aus der Kamera raus. Stellt ihr euch aufrecht hin, schulterbreite Beine. Und als allererstes rein körperlich macht ihr Folgendes. Ihr nehmt die Schulterblätter zurück, sodass die Schulterblätter idealerweise am Rücken sich fast treffen, wenn ihr das überhaupt hinkriegt. Ja, also die Schulterblätter hinten zusammenkommen. Damit öffnet sich euer Brustkorb, weitet sich entsprechend, ja, und das Herzchakra kommt in die Dehnung, also energetisch gesehen. So, nehmt ihr mal da eine Haltung ein, die wohl noch erträglich ist, also nicht übertreiben, und geht jetzt mal bewusst, gedanklich und gefühlt in euer Sternum, in euer Herzchakra-Bereich hinein und legt ihr mal auch da die Hand auf. So, und konzentriert euch da drauf, auf das Herzchakra. Fühlt mal hinein, ob sich was verändert, ob es vielleicht warm wird oder in irgendeiner Form sich pulsieren zeigt oder was auch immer. Auf jeden Fall Schulterblätter zurück, Herzchakra rein, reinfühlen. So, und jetzt stellt ihr euch in euren Bildern vor, ihr könnt die Augen schließen oder offen lassen, je nachdem, was euch lieber ist. Jetzt stellt euch vor, das wäre hier eine Knospe, eine Blumenknospe, die zu ist noch. Und jetzt beginnt ihr, diese zu öffnen. Ihr seht also, wie die Knospe aufgeht und immer größer wird und weiter wird. Also so richtig, das kann eine Rose sein oder eine Pfingstrose oder eine Geranie, also eine ist Geranie groß? Ne, Geranie ist nicht groß. Ist egal. Große Blume, ja, und macht die auf und weit und fühlt hinein, wie das richtig immer weiter wird, immer größer wird, wie sich's richtig von euch ausdehnt, nach außen geht, ja, bewusst Kontakt fühlen, hindenken, immer größer werdend, dieses Gefühl aufbauen, dass dort Liebe entsteht und sich zum Ausdruck bringt. Lass mal einen Moment wirken. Okay, jetzt sucht ihr euch mal zwei Punkte am Körper, könnt auch die eine Hand aufs Herzchakra stärker legen und die zweite Hand woanders hin. Immer noch Schulter nach hinten. Wir öffnen und aktivieren das Energieportal 8, das kosmische Herz, zur Heilung aller Herzensverletzungen. Auf 3, 1, 2, 3. Hände lösen. Immer noch bei dem Bild bleiben, dass dieses Herzchakra, die Blume, die Knospe größer wird, zum Blühen kommt, strahlend wird, so richtig aus euch heraus strahlt und weit wird. Und dazu öffnen wir jetzt nochmal zwei Punkte suchen am Körper. Das Energieportal 5, die reine Liebe, auf 3, 1, 2, 3. Okay, Hände lösen. Diese kleine Übung, dürft ihr euch wieder setzen, diese kleine Übung kann man ruhig hin und wieder mal machen, um auch in dieses Positive hineinzukommen, um diese liebevolle Ausstrahlung, diese Herzensausstrahlung in seinem Umfeld zur Wirkung kommen zu lassen, weil das Gesetz der Resonanz wirkt immer. Was bedeutet, das, was wir ausstrahlen, das bringen wir in unserem Umfeld ins Mitschwingen und das ziehen wir in unser Leben. Sind wir durch die aktuelle Situation runtergezogen, negativ, aggressiv, depressiv, was auch immer, dann werden wir das verstärkt in unserem Umfeld wiederfinden, wenn wir uns ausrichten können auf Liebe, Dankbarkeit, Wertschätzung, Anerkennung und was sonst noch, Leichtigkeit, Lebensfreude, Begeisterung, dann strahlen wir das auch aus und kriegen aus unserem Umfeld entsprechend auch das zurück, was wir ausstrahlen. Also da mal ein bisschen an sich arbeiten. Es sind kleine Übungen, braucht nicht lange dafür, ja, um das umzusetzen. Gut. Komme ich wieder ein bisschen ins Bild? Was darf ich tun? Eigentlich gar nichts. Oh. Ich möchte noch ein Thema ansprechen. Dann
Oh, wir haben ja kurz vor ja, schon. Das gut. War ja, 10 ja, Minuten. Du bist ja auch noch dran. Ja, das möchte ich auch. Bärbel ist auch noch dran. Ich also, will. Bärbel hat sowas vorbereitet, extra für heute Abend. Ja, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil es so in die Zeit reinpasst. Und auch hier noch gleich eine Rückmeldung. Wenn ihr euch ja zu diesen Webinaren anmeldet, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass wir auch Dinge hinterlegen, also sprich Dateien hinterlegen. Und da haben wir heute 2, 3 Dateien hinterlegt, unter anderem das, was Bärbel nachher mit uns auch gleich noch macht. Gut, gehen wir auf den Chat. Darf ich doch was tun, siehst du? Chat. Genau. So. Was? Ihr seid immer mal wieder weg. Ja, wenn ich im großen Bild drinne bin, wissen wir aus Erfahrung mit all unseren Seminaren, dass dann die Bildqualität und manchmal die Tonqualität nach außen hin etwas eingeschränkt ist. Deswegen bleibe ich gerne im kleinen Bild, weil die Bildübertragung halt doch eine große Bandbreite braucht und ein gutes Internet. Ja. Und wenn das nicht steht, dann haben wir ein Problem. Deswegen gehe ich jetzt sofort wieder aus dem großen Bild raus. Also das heißt? Slides. Und Start Presentation. Genau. Und Start unten. Genau. So. Und ja, lass das stehen. So, ich mache jetzt zum Abschluss von mir heute Abend mit euch noch eine Bewusstseinsformel. Und da geht es jetzt um die Selbstermächtigung für Kraft, Zuversicht und Vertrauen. Und auch im Buch drinnen. Ihr sitzt entspannt, ohne Hände und Beine zu überschlagen. Lasst euch wieder drauf ein. Nicht den Text mit dem Kopf verfolgen, sondern lasst euch energetisch drauf ein. Und zum Schluss machen wir eine gemeinsame Welle. Okay. Kraft meines schöpferischen Bewusstseins, das ich bin, und Kraft der allumfassenden universellen Liebe, die wir sind, dankst du dem Licht und allen Lichtwesen für ihre hilfreiche Unterstützung auf deinem kraftvollen und zuversichtlichen Weg der Selbstermächtigung. Sage laut Danke. Du hast Kraft, Zuversicht und Vertrauen, und mit der Hilfe aller Lichtwesen sorgst du dafür, dass alles, was geschieht, nur positiv für dich und alle Menschen ist. Durch deine Kraft und deinen Mut für deine Selbstermächtigung bist du eins mit dem unerschöpflichen Reichtum des Universums, und Liebe, Glück, Gesundheit, Wertschätzung, Zuversicht, Vertrauen und Dankbarkeit fließen dir zu, genauso wie Erfolg, Geld und Reichtum aus unversiegbaren Quellen im reichen Überfluss. Du bist dir immer und überall deines wahren Wertes bewusst, und du genießt die Erlaubnis, all die Dinge zu tun, die dir wichtig sind. So. Wie du selbstermächtig in der Fülle des Seins wirken darfst, so strahlst du Licht und Liebe auf deine Mitmenschen und deine Umwelt aus. Möge das geschehen, was zum Wohle und Nutzen aller ist. In tiefem Vertrauen und allumfassender Geborgenheit lässt du geschehen, was geschehen kann und darf, und segnest voller Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung, Kraft, Zuversicht und Vertrauen auf dem Weg zur Selbstermächtigung dein Leben, das Licht und alle Lichtwesen. Energieportal 13, die Geborgenheit. Sucht euch 2 Punkte am Körper. Auf 3, 1, 2, 3. Hände lösen. Dankeschön, gestern mal auf dem Chat. Mhm. So, bevor ich jetzt das Wort an Bärbel übergebe, gibt es die eine oder andere Frage noch? Was? Bewusstseinsbuch aus dem Chat nehmen? Sehen wir gar nicht. Oder da? Ist das? Nee. Also wenn man in den Offer geht, ist es
Hast du Offer angeklickt oder was? Weil dann ist das Ding drin. Wir haben hier den Chat jetzt erzählt und die Slides. Weil wenn wir drauf drücken, drückt man drauf. So sieht es dann aus, wenn man den Offer gedrückt hat. Das müsstest du sehen. Und jetzt geh wieder drauf. Geht nicht. Dann geh wieder auf den Chat. Dann kommt der Chat wieder. Also drück mal auf den Chat. Alles gut jetzt. Okay. Ah ja, prima. Gut. Kannst du mal zeigen, wie man an diese Dateien kommt? Nö, kann ich nicht. Geht nicht. Nee, du musst, also wir haben Dateien drin, wir können ja mal, nein, das sieht man nicht. Okay. Wenn ihr, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ihr das Webinar nachher abschaltet oder jetzt gleich dann, wenn wir fertig sind, dann seht ihr die aufgeladenen, hochgeladenen Dateien, die man dann als PDF runterladen kann. Ja, das wäre so eigentlich das immer. Mhm. Ist darunter, okay, ja. Man muss es weglegen, jawohl. Mhm. Mhm. Gut, okay. Also, ich sage mal an der Stelle danke. Ja, jetzt und nochmal auf den Chat, weil ich ja. Du bist doch auf dem Chat. Folien. Ach so, auf die Folien. Ja, dann gehen wir mal auf Slides. Du musst ein bisschen runterfahren. Ja, next. Weiter. Ja, dauert wieder. Ja, weil jetzt möchten wir gerne ein Bild haben, das während dieser Übung feststeht. Also ich finde es immer spannend, gerade wenn man so live ist und es kommt dann so technische Dinge, die einem das Leben etwas stressiger machen und den Adrenalinspiegel ein bisschen hochsetzen in allem drumherum. Aber ihr habt es gut gemeistert, ihr habt uns nicht verlassen, ihr seid dabei geblieben. Ja, Björn hat uns auch noch gut geholfen und jetzt gehen wir mal davon aus, dass das eine einmalige Geschichte heute war. So, ich gehe jetzt aus dem Bild raus, wir machen auch die Kamera aus. Willst du den Chat sehen? Ja, wäre gut. So, und ich mache die Kamera aus und Bärbel übernimmt jetzt meinen Platz hier und ihr lasst euch bitte drauf ein, habt noch einen schönen Abend und eine gute Zeit und kommt gut über die Runden. Und auf dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. So, in unserer Coach-Ausbildung machen wir ein Part, das nennt sich Zuhören. Zuhören können und wo wir dann auch mal sagen, was wir eigentlich wollen. Und da habe ich mir die kam mir die Idee, dass ich jetzt auch mit euch eine Übung machen möchte, wo ich alle Menschen ansprechen möchte. Die heißt Ich will. Am Ende der Übung geben wir dann nach zwei Energieportale wieder gemeinsam eine Welle. Und wie gesagt, ich möchte alle Menschen ansprechen. Ich will, dass ihr mir zuhört, ohne über mich zu urteilen. Ich will, dass ich meine Meinung sagen darf, ohne dass ihr mich gleich einsperrt. Ich will, dass ich euch vertrauen kann, ohne etwas hinterfragen zu müssen. Ich will, dass ihr mir helft, mein Leben wieder in Einklang zu bringen. Ich will, dass ihr für mich sorgt, ohne mich zu erdrücken und zu bevormunden. Ich will, dass kein Virus ausgesetzt wird, um die Bevölkerung zu verringern. Ich will, dass ihr mich selbst wählen lässt, ob ich eine Impfung möchte. Ich will frei entscheiden, welche alternative Behandlungsform ich wähle. Eigenverantwortlich. Ich will ein Gesundheitssystem zum Wohle und Nutzen aller. Ich will, dass ihr mich seht, wie es mir geht, ohne Job, ohne menschliche Bedürfnisse, ohne Umarmungen oder gar keinen Kontakt zu haben. Ich will, dass ihr an die ganz Schwachen, ob krank, alt oder arm, denkt. Ich will, dass ihr mich mental umarmt, ohne mir den Atem zu nehmen. Ich will, dass ihr mir Mut macht, ohne mich zu bedrängen. Ich will, dass ihr mir Halt gibt, ohne mich festzuhalten. Ich will, dass ihr mich beschützt, aufrichtig. Ich will, dass ihr all das erkennt,
was mir an der Politik missfällt. Ich will Frieden auf der Welt und für die Welt. Ich will eine Welt, in der ich als Mensch in gänzlicher Freiheit lebe. Ich will eine Welt der Lebensfreude, des Friedens, der Liebe und der sinnlichen Bewusstheit. Mein Bewusstsein schafft Frieden und Realität. Ich will eine Welt, in der ich als Mensch mich wohlfühle, glücklich und frei von Angst bin. Ich will eine Welt, in der Konflikte anders gelöst werden als mit Gewalt und Bedrohung. Ich will eine Welt, in der für Menschen in Fülle alles, was sie benötigen, vorhanden ist. Ich will eine Welt, in der Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und menschenswürdigen Kommunikation die Grundlage für ein faires, liebevolles Miteinander ist. Ich will eine Welt mit reinem Wasser, mit reiner Luft und mit gesunder Nahrung. Ich will eine Welt mit einem neuen, nachhaltigen, fließendes Geldsystem, das allen Menschen dient. Ich will eine Welt mit Energiesysteme, mit freien, zugänglichen Energiequellen, die im vollkommenen Einklang mit Mutter Erde und dem Kosmos gewonnen wird und genutzt wird. Ich will eine Welt der Leichtigkeit, der Lebensfreude, der Begeisterung, der Selbstliebe, der Liebe, der Dankbarkeit, der Freiheit, der Gesundheit, der Wertschätzung und Vertrauen in eine freie Ordnung. Ich will eine Welt, in der die Menschen sich von Fehlinformationen befreien und zur Wahrheit mit einer starken Kraft der Klärung und Erkenntnis gelangen. Kraft meines schöpferischen Bewusstseins, das ich bin, und Kraft der allumfassenden universellen Liebe, die wir sind, übergebe ich diese Forderungen und Anregungen an die Verwirklichungskraft der Mutter Erde und dem Kosmos und an das globale menschliche Bewusstsein. Energieportal 4, die Verwirklichung. Über Energieportal 4 fließen Verwirklichungsenergien auf alle Ideen, Projekte und Vorhaben, die in Übereinstimmung mit dem Universum zum Wohle und zum Nutzen aller sind. Es werden alle natürlichen Prozesse gefördert. Wir können dort aus der Fülle der Möglichkeiten wählen und diese in eine Verwirklichungsbewegung versetzen. Es werden neue Realitäten geschaffen. Ich schicke Liebe auf die Situation, weil ich niemals alleine bin. Energieportal 5, die reine Liebe. Eine liebevolle Umhüllung, die Geborgenheit gibt und eine Brücke zum Urvertrauen bildet. Es geschieht das, was zum Wohle und Nutzen aller ist. Voller Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung segne ich alle hilfreichen Energien, das Licht, alle Lichtkräfte und alle hochschwingenden Energien, die mich in dieser Welt unterstützen. Zwei Punkte am Körper finden und auf 1, 2, 3 eine Welle. Vielen Dank für euer Dabeisein heute Abend. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns auch mal wieder live und dürfen uns umarmen und drücken. Macht es gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.